Gott, was haben wir gemacht? 4 Stunden! Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Furki Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es mal wieder was ganz, ganz Besonderes auf meinem Kanal. Und zwar, Spaß, Freunde. Seko ist am Start. Wir haben SPB 3CG hier im Hintergrund. Seko, was geht ab? Grüße gehen raus. Hey, was geht, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Und wieder Cringe-Intro von Furki. Ja, Furki Lost. Und wir haben vorne 3CG Prime Optimus. Ja, wir haben Optimus Prime. Was weiß ich da, 3CG vorne. Und Freunde, ich will gar nicht so lange rumreden. Knackt die 1500 Likes. Dann gibt es direkt das nächste SPB hinterher. Ja, genau. Dass ihr Bescheid wisst. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Wir haben bald die 43.000 geknackt. Schaut bei Seko vorbei. Haben wir gerade auch ein Video aufgenommen. Ganz oben Link in der Videobeschreibung. Und jetzt habe ich Double Time gedroppt und jetzt können wir loslegen. Ich halte rein, Seko, zeig deine ersten beiden Spieler. Okay, alles klar, Bro. So, dann mache ich mal. Und zwar erstmal rechts, ja. Auf der rechten Seite gehen wir mit von Bayern München Gnabry, ja. Und links Griezmann. Ah, Mann, Alter. Maulida oder Griezmann, ich wusste es. Ich habe Maulida aufgeschrieben. Scheiße. Okay, Freunde, bei mir eine ungewöhnliche Formation. Ihr wisst, ich spiele mittlerweile die 3-4-1-2. Deswegen wollte ich auch hier die 3-4-1-2 spielen. Wie kommt man auf Dreierkette? Ja, also bei mir erstmal Stürmer und ZOM. Ich schätze mal, es ist ganz einfach, diese beiden Spieler zu snipen. Es ist an erster Stelle Mbappé. Du weißt ganz genau, dass ich den habe. Ich habe ihn einfach mal reingebaut. Mit der Hoffnung, dass du nicht davon ausgehst, dass ich so einen teuren Spieler spiele. Und Payet. Ja, also das ist so ein Duell zwischen uns beiden. Du nimmst immer wieder bei mir Hagi und ich nehme immer wieder bei dir Mbappé. Also Mbappé raus und ich habe Vieira aufgeschrieben. Also kannst du dein Payet behalten. So Jungs, wir machen mal direkt hier weiter. Ja, eine kranke Aufstellung natürlich wieder von Furki mit einer Dreierkette. Also ich muss sein Rechtsmittelfeld und sein Linksmittelfeld jetzt hier snipen. Let's go. Rechtsmittelfeld habe ich am Start, Freunde. Den guten alten Gnabry 86. Auf der linken Seite habe ich den guten alten, ja, das ist jetzt einfach mal, damit ich ein bisschen schöner bauen kann, Ferreiro Carrasco. Ich habe Di Maria aufgeschrieben und links Martial. Also kannst du behalten, links, ich denke nicht, dass du ihn hast. Und zwar, das ist der Pick hier, ja. Dann in der Mitte habe ich seinen Teamkollegen, Kollegen, alles klar, Kollege. Und zwar, das ist der Canales, ja. Sein Inform natürlich, sein 87er Karte und wir, ja, den kannst du safe haben und zwar das ist der Kimmich. Hast du ihn? Nein, Thiago Saul Hagi. Er schreibt immer wieder Hagi, ich verstehe ihn nicht. So, ja, normal. Also. So, okay Freunde, wir machen weiter, ganz schnell hier, zack, zack. So Freunde, ja, jetzt würde ich mal sagen, versuche ich mal wieder zu snipen, ich kann es leider nicht. Ja, ich versuche es immer wieder, aber ich schaffe es einfach nicht, ich bin zu schlecht darin. Ihr seht die zwei Namen, Freunde. Ich bin gespannt, ob er die beiden hat. Okay, rechts gehe ich von Bayern München und zwar das ist der Odriozola und links habe ich Roberto Carlos. Bruder, ich habe Odriozola aufgeschrieben. Bronzetower. Also wirklich Odriozola? Ja, ja, ich habe Odriozola aufgeschrieben. Ich glaube dir nicht, aber egal. Freunde, ich bin ein bisschen müde. Wir haben spät eben noch das Video für Seko gedreht. Deswegen ein bisschen schnell, ja. Thiago rein in die Masse. Und als linker ZM haben wir Saul. Ja, ich habe Kimmich und Pires aufgeschrieben. So, Jungs, letzte Runde, ja. 4 Spieler hat der Furki am Start. Komm. So, mittlerer Innenverteidiger ist bei mir der gute alte Laurent Blanc. Rechter Innenverteidiger ist bei mir Jérôme Boateng. Linker Innenverteidiger ist bei mir Kamara, 87. Und im Tor haben wir Areola, 87. Ja, ich habe Jiménez, Hernández, Neuer und Boateng aufgeschrieben. Ja, Boateng bitte auch weg. Bronze Innenverteidiger, mein Freund. Schade. Freunde, aber ich muss sagen, ich habe versucht, ein bisschen kreativer zu bauen. Ja, ist böse in die... ins Auge gegangen, wie ihr seht, 2 Bronzespieler. Mache ich wahrscheinlich nie wieder. So. Könnt auch bei Seko vorbeischauen, wie viel ja, dort weggegangen sind, leider. Aber trotzdem, naja, egal, Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder im Spiel. Wobei, oh, ich bin wieder lost. Ich mach weiter, Jungs, ich mach weiter. Ja, und zwar Seko, die beiden Innenverteidiger. Ja, Kamara,
Bartra und im Tor gehe ich mit Mandanda. Schade, ich habe Juan Jesus, Luis Felipe und Gabriel aufgeschrieben. Freunde, vermutlich wollte ich deswegen gar nicht snipen, weil ich sowieso nie treffe. Ich verstehe nicht, wie man das hinkriegt. Wie schafft man es? Ich weiß es nicht. Bei mir ist einfach immer nur Glück. Kein Mensch weiß, wie ich Odriozola gesnappt habe. So, Freunde, dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Ja, Ziel ist natürlich, so viel Tore wie möglich schießen und so viel Abstand wie möglich gewinnen. So, Freunde, dann sind wir schon wieder in-game, ja? Let's go, Jungs. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Ich habe vorne natürlich leider einen Bronze-Torwart drin, ne? Riekmann ist bei mir der. Digga, du laberst so Müll manchmal. Ist eine Neuverpflichtung, Riekmann. Und vorne auch der Stürmer, der ist aus der eigenen Jugend. Ja. Riekmann natürlich auch. Aber bei Riekmann sieht man Riesenpotenzial nach oben. So. Napri. Und hier ist er. Hier ist die Neuverpflichtung. Despres heißt der Kollege. Despres. Ja, das kann passieren. Das ist kein Problem, wenn man mal, ja, wenn man beim ersten Spiel ist, da kann man Druck haben. Für einen Nachwuchsspieler ist das aber schon eine immense Leistung, überhaupt in so eine Torchance zu kommen. Anders als für einen Payet, der das souverän macht. 1-0, Payet. Oh, Carrasco. Der Mann aus der eigenen Jugend. Despres! Auch den macht der nicht. Aber jetzt, den hätte er doch machen können. Despres, leider, schade. Aber man sieht, der ist vorne präsent. Präsenter als Trezeguet zumindest bis hierhin. Trezeguet! Und auch er trifft nicht. Mandanda hält. Unglaublich, was hier abgeht. Wer ist das? Despres, macht das stark. Warum kann dein Torwart kicken, Dicker? Despres! Despres, der Abschluss. Den Abschluss muss man ja auch als Stürmer nicht können. Deswegen, der Nachwuchsspieler, dem kann man, das kann er natürlich noch üben. Oh, Mann. Also hier geht's gerade völlig rund. Nur in eine Richtung. Uiuiuiui. Riekmann, hier wieder aus der Jugend. Aus der Jugend. Despres. Ach du Scheiße. Der Torwart. Despres mit der Nummer 1. Seko, was sagen Sie dazu? Da hat das gemacht. Didier Despres. Aus der Jugend, kommt ins Spiel und wir sehen hier, das ist unglaublich. Der ist eigentlich Torwart, Freunde. Der ist eigentlich Torwart. Elfer! Trezeguet! So, 3-0. Lass mal bitte. Trezeguet 3-0. Lass mal bitte, ja. Hör mal auf. Sowas, das, Digga, ist schon mal, unglaublich. Und, ja. mal wieder der Hauptinitiator Despres. Man sieht es hier. Let's go! Come on! 3-1 hier. Come on! 3-2 hier. GG hier. GG. Groß geschrieben. GG. GG. Despres. 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 Despres, despacito, despres. Das will ich gerade echt nicht glauben, was hier gerade passiert ist. Das kannst du keinem Menschen erklären, ein 3-0 so herzuschenken. Riekmann. Es kann nicht sein, Riekmann, dass ein Riekmann gegen Carlos Zweikampf gewinnt. Riekmann, Junge, stark, auch aus der eigenen Jugend. Trezeguet, 4-3. Das ist unfair, Digga. Warum holst du den Torwart raus, Das ist unfair, Bruder? Digga. Das ist unfair, Digga. Lass mal, das ist unfair. Riekmann. Einfach ein Riekmann. Sinnlos. Einfach sinnlos. Das ist so sinnlos. Das ist unglaublich. Einmal sinnlos in die Kommentare. Napri! Despres! Boah, da ist Riekmann gegen Trezeguet. Komm, Junge. Bitte. Mach! Mach, Junge! 120. Zeko ist da. Das war's, Freunde. Trezeguet. 5-4. Ein Spieler.
Let's go, Alter. So, meine Damen und Herren. Das Spiel habe ich gewonnen. Ja, 5-4 verdient auf jeden Fall. So, wir dürfen was Geiles abstoßen, Leute. Ja, ein Spieler. Es ist wieder soweit, Jungs. Es ist soweit, ja. Zweimal habe ich so Bronze abgeschossen. Bei Tabak und bei Furki war das, glaube ich, jetzt, ja. Und jetzt ist es soweit, ja. Grüße gehen raus an meinen Abonnent jetzt, ja. Er meinte zu mir, nimm einen ZM-Spieler. So, wir haben insgesamt 2 Stück da. Plus noch ZOM, also 3. Ich nehme deinen rechten ZM. Und? Hallo? Krass, einmal in meinem Leben verliere ich ein SBB und ich muss Blanc abstoßen. Nein, oder? 870.000. Wie viel? 870. Es tut weh, Digga. Es tut weh, Digga. Es tut weh. Ich drehe nie wieder ein SBB, wenn das Video nicht 20.000. Ja, Mann, ich freue mich zum ersten Mal, weil du hast dich immer gefreut. Digga, du. Ich freue mich einfach. 800k weg. 800k weg. 3-0 stammt es. Einfach so sinnlos. Jungs. Einfach, weil ich. Blanc. Aber guck mal so, ich führe 3, du führst 3-0. Ich mach 3-3. Ich, ja. Zeko. Ja, komm, gönn dir den Hype. Komm, gönn. Hab Spaß. So 3-0. So, du führst danach. Verlängerung, ich drehe das Spiel wieder. Einfach Prime Blanc. Ist jetzt nicht so schlimm, sind nur 800k. Also wenn ich jetzt so einen Block abschießen würde, ich könnte nie wieder SBB drehen. So schlimmer ist es gerade eigentlich. Ich sag doch, wenn, Freunde, wenn ihr nicht die 2000 Likes sprengt, ey, Jungs, gibt es kein SBB mehr auf dem Kanal. Ihr müsst einfach unterstützen, das Video muss eigentlich 500.000 Klicks haben. Plus noch 5000 Likes. Ach du Scheiße, ich glaub das nicht. Einmal verliere ich ein SBB. Einmal verliere ich ein SBB und das Ding ist, aber. Ja, scheiße, egal. Ich gebe jetzt ab, Digga. Ja. Long ist jetzt weg. Das Ding ist, der war auch noch mein Main-Team. Warum habe ich den überhaupt eingebaut? Willst du noch was sagen? Freunde, ich will gar nichts mehr sagen. Ich lasse jetzt einfach alles Deko überlassen. Sinnlos. Was soll ich machen? Gehe ich jetzt einfach schlafen. Also, müde. Also, Jungs, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst einen Kommentar da. Schreibt einfach. Hashtag Zeko is back. Er ist einfach der King, ja. Er ist, und Furk ist einfach ein Lost. Zeko, du bist immer noch schlecht. Egal, abonniert beide Kanäle. Und kennst du das Lied? See you again. Das ist zu krass. Bye, bye. Haut rein. Ciao, ciao.